Naja, für einen richtigen Jawohl. Mord, wenn ich jemanden umbringe, darf ich nicht mehr meinen Beruf arbeiten, das ist ungünstig. Genau. Aha, okay. Zwerge für dich als Info, Janelle hat es schon mitbekommen, Zwerge hat es vielleicht auch mitbekommen, wir spielen mit Full Mute. Ja. Das heißt, okay. Genau, das heißt, in dem Moment, wo die Runde anfängt, mutest du dich komplett in Discord, also Kopfhörer genauso wie Mikro. Und erst wenn ein Meeting ist, kannst du wieder Kopfhörer und Mikro wieder anschalten. Und währenddessen Musik anmachen. Also so wie, so wie immer zuvor auch. Oder? Nee. Nein. Das haben zuvor wir haben vorher wir nur das Mikro gemutet. Genau. Genau, also, genau, also du musst auf alle Fälle auch Kopfhörer muten, weil der Sinn und Zweck ist dann das während der Runde, weil alle Spieler haben dann die Kopfhörer gemutet und die Geister können sich dann miteinander unterhalten und haben dann wenigstens da ein bisschen Spaß. Weil bei also, ach, okay, und wenn ich gekillt werde, kann ich mich wieder entmuten mit Zwergen. Ja, aber erst beim nächsten Meeting. Ja, genau. Nach dem Meeting. Weil sonst, also wenn sonst jemand ja, nur wenn ich tot bin, also wenn ich... Ja, aber erst dann, wenn nicht wenn du tot bist, sondern erst, wenn das nächste Meeting ist. Ja, also... Weil wenn du tot bist und sofort dein ja. Kopfhörer wegmachst... Dann also wenn ich tot bin, nach dem nächsten... Ja, verstehe, okay, alles genau, klar. Genau. Und an den Rollen, genau. Ja. Ich habe das lange nicht mehr gespielt, mal schauen. Ja, eigentlich müsste ich die Rollen noch kennen. Kriegst du auch. So lange habe ich es auch nicht gespielt. So, let's go. In diesem Sinne, viel Spaß. Viel Spaß. Dann mute. Nö. Oh mein Gott. Ich hoffe, ich bin jetzt gemutet. Ich hab's mir noch vorhin gewünscht, dass ich das mal werde. Aber wird jetzt auch hart jetzt. Eine Weile lang nicht mehr Among Us gespielt. Jetzt wieder mit den ganzen... mit den Pros zusammengespielt. Ich treue jetzt hier, glaube ich, mal ein bisschen rum. Ich hoffe, ich werde nicht sofort gekillt. Oh nein! Ich habe eine Aufgabe in Specimen. Moin Moin, oh, ihr lieben Freunde. Hallo. Jetzt moin, ist Lizzie eiskalt weg, also echt. Ich habe die arme Lizzie gefunden. Die liegt oben in Electrical unter der Kabeltast direkt da am Vent. Sie haben Lizzie getötet. Ihr Schweine. Okay. Humphrey, wo kommst du her? Von Otto. Okay. Da haben mich auch zwei gesehen. Ich wollte nur wissen, wo du herkommst. Gut. Also ich würde Andi, glaub ich, Lenne rausnehmen. Weil Lenne war mit mir nämlich zusammen an der Weather Note zwischen Storage und Electrical. Also ich habe Andi oben gesehen dort. Ich war mit Andi. Entschuldigung, aber zum Schluss war Lenne im Baum. Ja, bin gerade rein. Aber reingelaufen, nicht reingebentet, sondern reingelaufen. Er ist reingelaufen, genau. Natürlich, ich bin das nächste Mal wende ich extra für dich rein, ne? Nee, dann also hätte ich ja nicht gesehen, weil dann wäre die Zwerge und gewesen. Andi rausnehmen. Aber Zwerge, ich habe eine Frage. Ja. Warum bist du mir hinterhergelaufen? Denk, stell was aus. Aus Spaß. Spaß ist gut. Ich stand auf dem Medic-Panel, du bist direkt neben mich gesteppt und dann, als ich runtergelaufen bin in die Decon, bist du direkt hinterhergerannt. Aus Spaß. Oh. Möchte da jemanden einölen? Mit dem Bart glaube ich dir gar nichts mehr. So viel Bart. Wo waren überhaupt der Mod? Ist gerade komplett an mir. Electrical. Okay, da sind wir komplett. Da bin ich komplett woanders. Das ist ja. Ja, mit diesem gut, Kill. Aber potenziell ist er ein Arsonist. Zumindest hört sich danach an. Ja. Sah auch ein bisschen so aus, als wollte er den Scan faken, aber ich kann es jetzt nicht so genau sagen. Naja, die ist auch dazu gekommen. Nee, das ist. Ich fake doch hier nichts. Zwergi, du verdächtig bist. Ich mach das Skip-Tun. Ich skippen tun. Okay, aber wir haben jetzt also keine Info, wer Electrical in hier gewesen wäre. Okay. Nicht unverdächtig, du machst dich verdächtig. Also ich kann auf einmal nur sagen, ins Deutsch war ich alleine. Aber das ich hab dann das eingesperrt. Das war ernst, das war. Nicht gefaked. Hey Liz. Jo. Vlesk hat deinen Hut auf. Yes! No one was ejected. Und weiter geht der Spaß. Als Chester.
Dann gehen wir mit Andi. Am Ende ist der Imposter und bringt mich um. Ich will meinen Jester noch voll auskosten. Ich will jetzt hier nicht sofort gekillt werden. Ich will rausgevotet werden. Ich stehe jetzt hier mal ein bisschen fake rum. Die Aufgabe habe ich echt gemacht. Das war. Ich habe nichts gefaked. Und was ist eigentlich diese Mod? Bisschen zass in Specimen rumstehen. Oha. Moin. Oha. Sag mal, macht ihr das mit Absicht, dass ihr mir die Leichen vor die Füße legt? Ja. Ja, warum nicht? Ja. Jetzt haben wir es vor die Füße gelegt. Also das ist jetzt. Jetzt habe ich Avlona im Lab gefunden. Ich bin reingegangen, habe erst meine 4 Ausrufezeichen gemacht, dann mein Scheiterchen und dann Meteoriten, also den Planeten gesucht. Und dann wollte ich wieder ganz normal aus der rauslaufen und da liegt sie am Ausgang. Red was? Also ich war die ganze Zeit in Specimen. Wer war denn in den Camps? Ich hab dann Tasks gemacht. Keiner in den Camps? Also die haben definitiv geleuchtet. Also ich war kurz in den Camps, aber dann nicht. Runtergelaufen. Okay. Nee, ist okay. Dich habe ich ja dann auch unten gesehen. Ja. Ich wollte bloß wissen, wer drin war, als ich reingelaufen bin in O2. Red war's. Immer. Also irgendwen habe ich da. Also 2 Leute habe ich dort unten in Specimen gesehen. Red kommt aus Lab raus und die Türen gehen zu. Okay, das habe ich nicht mitbekommen, dass die Türen zugegangen sind. Also eine Bärin. Aber wieder mit dem verdächtigen Zwerg an einem bestimmten Ort. Oh, Specimen, ich war die ganze Zeit ein Specimen, das kann gar nicht sein, ich war ein Specimen. Habt ihr euch schon wieder scannen lassen? Nee. Der gruselige Zwerg ist vor mir ein Specimen unten aufgetaucht. Ja, zwei Leute sind da auch ins Lab reingelaufen? 2 Leute habe ich ein Specimen gesehen. Du warst ein Specimen. Ja, die ganze Zeit. Ich war nirgendwo anders. Just saying, noch können wir es lassen, aber wir sollten uns überlegen, irgendwann vielleicht den Arsonisten rauszuvoten. Mag den Zwerg nicht. Naja, aber ja, es sind noch so viele. Ich bin kein Arsonist, bitte. Ja. Aber ist doch. Hier war er noch. Nein, aber du bist gruselig. Ist er sogar Jester und will sich als Arsonist verkaufen. Er ist gruselig, das reicht mir. Skip-Vote, Leute, Skip-Vote. So viel Planung. Sowas traut ihr mir zu? Leider ja. Elektrische Fixen gehen ist jetzt wahrscheinlich der größte Phänomen des Lebens, aber okay. Das ist ein Fehler. Hey, Toram. Nein! Verdammt! Dann bin ich Toram gefolgt. So ein Scheiß. Just eine Runde vorbei. Ich wollte mich weiter Sass machen. Ich wollte hier weiter. So ein Dreck. Dem hätte ich nicht folgen müssen. Ah, shit. Dieser raus. Kann ich mal mithören? Wird gerade in der Live-Chat gucken, wer alle tot ist. Okay. Liegt im Lab. In Lab, okay. Liegen da mehr? Nein, da 3 Leute in Lab. Aber da ist nur einer. Zwerge müsste irgendwo Richtung Comms, Weapons oder sowas wahrscheinlich liegen. Weil okay. Da ist mir eben gerade ins Sturbridge reingefolgt gewesen. Stand denn auch ganz komisch bei mir. Ich glaube, der hat mich auch gerade übergossen. Der ist gruselig, sag ich doch. Und dann ist er weggelaufen nach unten. Bin tot. Okay, weil Kuchen ist mir nämlich aus Comms jetzt hinterher nach O2 reingelaufen. Richtig. Das heißt, du warst potenziell da. Hast du einen Zwerge gesehen? Ich bin tot. Ich bin nicht mehr verdächtig. Gemacht und bin auch ist das? Also wenn ich jetzt immer noch gesagt. Ja, auch noch mit. Ich meine, ist gut, aber. Also Download Meteoriten und dann noch links. Okay.
Bin noch bis nach meinem Tod. Also ich kann jetzt nicht sagen, ob er aus Koms raus ist oder aus Weapons raus ist. Ist auf Eifel aus der Richtung hinter mir aufgetaucht. Ja, ich hab dich auch gesehen, dass du lang gelaufen bist. Also. Ich kann euch sagen, Andi ist gerade ein Specimen zu mir reingekommen. Nee, ist und gerade stand ein Lab mit reingekommen. Vorher ganz komisch da. Woran war ein Stand vorher ganz komisch da? Aha. Wie steht denn ganz komisch da? Jetzt geht's los. Als ich vorbeigelaufen bin am Fenster, war Thoram noch im Storage gewesen. Ich hab gerade meinen zweiten Benzinteil aufgefüllt. Das kann ich bestätigen, der war auch gerade mit bei mir, ja. Als ich von links nach rechts unten lang gelaufen bin, von Storage, habe ich ihn da gesehen. Oh, es waren drei. Moment, vorhin hat jemand gesagt, es waren drei Personen. Ja, es waren drei Personen im Lab. Wer waren das alles jetzt? Ich nicht. Also, einmal können wir von der Leiche ausgehen. Einmal Humphrey und. Ich bin gerade überall. Genau, er ist gerade ins Lab rein. Okay. Okay. Adi, ich glaube, du warst nicht so schnell im Lab drin, dann wärst du ja durch Specie einfach durchgerannt. So, Liz und Kuchen waren zusammen unterwegs. Habe ich das auch richtig verstanden? Ja. Jupp. So, Chanel war da, Red stand draußen. Shobby, wo warst du? Ich war am Admin-Table. Ah, okay. Ja, gut, klar. Ja. Also, was bei der alles klar. Gut. Also, hat keiner den Mord gemacht, sehr gut. Ja. Alle friedlich. So wird's mir jetzt sein. Scheiß oder Kuchen. Was? Ja. Jetzt darf ich mich entmuten, oder was? Ja, die tot sind, dürfen entmutet werden. Yay. Ich kann kotzen. Wenn ich eins, also wenn ich eins kann, dann Jester. Ich kann mich einfach sass machen. Das ist, ich bin einfach immer verdächtig. Ein Scheiß einfach. Nicht. Ansonsten wärst du ja nicht gestorben. Ja, ich bin, das bin ich ja nur, weil ich dem, wer war's, Thoram hinterhergelaufen bin. Das ist ja. Sonst wäre ich nicht gestorben, das war eine Dummheit von mir. Ich hätte noch ein bisschen überlebt, aber würde mich halt noch weiter sass machen. Indem du dem Imposter hinterher rennst. Ja, das wusste er ja nicht. Er wusste ja nicht, dass er Imposter ist, da deswegen. Ja, ich weiß. Wer hat dich. Schon wieder ein Report von Chanel? Jo, schon wieder. So, Andi liegt genau vor der Tür von Communications. Er ist. Wir sind von oben, also ich bin von Storage und er ist, glaube ich, von Elektriker gekommen, sind nach unten gelaufen, ich direkt an Richtung Adminwand vorbei, er am Käfig von Elektriker da irgendwo lang. Bin ich nach unten gelaufen, habe da mein Wasserrad gemacht unten, im Duisburger Eck. Und jetzt komme ich nach oben, liegt er da. Dann kann ich Kuchen für den Geroß nehmen. Ja, der kam gerade von Lab raus. Also bei langweilig. Mir kam ich. Ist ja langweilig. Als ich gerade Lab reingehen wollte, ging die Tür zu, aber Kuchen ist da. Red. Also ich kann sagen, Entschuldigung. Ja, ich wollte nur sagen, aus der Runde davor, von wegen Zwergi ist er wieder Richtung auch Richtung Communications Weapons runtergelaufen. Ich bin es tot. Könnte wieder sein, dass es eventuell auf Thoram war, der, wenn er eben in Storage reingewendet ist. Von da. Ich bin tot, Leute. Ich könnte. Bin in Storage reingelaufen. Ich aber bin gut. Nicht runtergelaufen. Ich hab dich da nicht reinlaufen sehen. Aber mal was klar. Bei mir stand der auch in Storage, als ich vorbeigelaufen bin. Wie gesagt, ich hab meinen Benzingas dort gemacht. Ja, deswegen das bin ich davon ausgegangen. Ich ja auch, deswegen sag ich ja, auf einmal warst du da, ich weiß aber nicht woher. Ich finde Liz nett. Nee, er ist so ruhig, er verteidigt sich nicht, er sagt nichts, er hat nichts gesehen, entweder ist er wieder Jester oder er ist anders verdächtig. Deswegen finde ich ihn ja nett, weil er nicht so. nur weil ihr euch seht und ich einfach fucking alleine auf der scheiß Karte unterwegs bin. Also ich find's aber auch schön. Ja, ich kann euch zum Beispiel sagen, dass kein Schwein in Leiche reportet. Ich kann nicht jeden, nicht jeden. Das letzte Report war nicht ich. Ja, aber die meisten waren von dir. Wem hast du jetzt geworden, Thoram? Geskippt? Muss ich nicht sagen. Nicht. Achso, muss ich nicht sagen. Nein, ich hab geskippt. Das ist mir noch zu wenig Info. Wir müssten eigentlich, also spätestens in der nächsten Runde müssen wir dann voten. Ja. Aber jetzt können wir noch skippen. So unhappy damit. Möchtest du wohl? Ah ja. Danke für die Imposter. Also es sind wahrscheinlich noch zwei Imposter. Ich hätte gerne mehr Infos, aber... Na, danke. Mute. Sieben. Passt. Endmute.
Ja. So, die Geister nächste reden. Runde sind da noch drei übrig. Ich höre Geister reden. Zeitig und Tor. Ich habe dran, ist Humphrey schon ein Sidekick? Ja, ja. Der ist schon ewig Sidekick. Der hat nicht gut. Also, ja, was machen wir jetzt? Also, hat der quasi die Kills im Lab ignoriert? Er hat dich gekillt, Lönni. Red. Lass mich getötet haben. Ja, ist okay. Also als Jester gekillt zu werden und als Geist ist halt relativ blöd, weil du keine Tasks mehr hast und ist halt, kannst nichts mehr machen, kannst halt nur noch warten. Ja. Ist halt, da kannst du den Imposter verfolgen, ist halt. Ja, gut. Yes. 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 Oh, guck mal, ich hab doch gesagt, es ist Thoram. Ich hab's doch gesagt. Ja, gut. Da hab ich doch getötet am Ende. Du Sack, ey. Und ich hatte schon Humphrey im Verdacht gehabt. Mich verdächtig machen kann ich. Also aber komisch, dass Anni nichts gesagt hat. Ich hab gerade Platsch getötet, bin gerade wieder zum Lab zum Specimen oben gegangen. So dachte ich, scheiße, jetzt kann er mich verdächtig. Ich so schnell wieder zur Leiche reportet. Ja, und ich musste Kuchen töten. Thora nachts laufen war ein Fehler. Ja, warte mal, ich hatte auf dem blauen Pfeil auf einmal. Ja, weil ich jetzt, ich habe 19 Meteoriten gemacht, wollte die 20 machen, dann hatte ich halt noch 2 Tars. Ja. Und auf einmal kommst du um die Ecke. Du musst irgendwie verklickt haben. Ich habe den blauen Pfeil auf dich schon gehabt. Okay. Seit wann? Genau, ich bin an. Ich war oben in Koms, da bist du auch reingekommen. Und dann hatte ich auf einmal, wo ich dann raus bin, einen blauen Pfeil bei Weapons. Komme rein und standst da. Oh, schön, okay, dann zählt das also schon, trotzdem, wenn ich 3 Tars übrig habe. Oha. Wait. Nee, 2 Tars, wenn du 2 noch Tars übrig hast. Ja, das heißt, du hast gerade den Schuss wahrscheinlich gemacht. Und sehr geil. Ja. Ein Emo-Känguru. Ich hab mir extra Card Swipe und Boarding Tars Scan aufgehoben. Okay. Der Bart verdeckt unser Känguru-Baby. Ja, aber wenn du dann nur noch Card Swipe und Boarding Tars. Wir brauchen noch ein Hütchen. Ist doch klar, dass du mir angezeigt hast. Oder du musst irgendwie den einen Meteoriten noch erwischt haben. Weil du wurdest mir angezeigt. Das ist ein ganz komisches Ding. Ja, ich hab halt geschossen, bin rausgesteppt und auf einmal werd ich gekillt von dir. Ja. Das war halt absolutes Time-Lock. Und dann kommt Red von hinten angerannt. Ich hatte schon vermutet, wer so angerannt kam, dass Ja, hättest du nicht doch gekillt. Oh. Tolle Jester-Runde, trotzdem. Ich habe eigentlich schon im Verdacht gehabt beim Lab-Report, aber das war mir noch zu wenig. Nur Andi hätte mich in die Pfanne hauen können.